Es gibt heute noch eine weitere Aktion, die von den Bregenzer Leuten ins Leben gerufen wurde anscheinend. Im alten Rom hatte mal ein Senator gesagt, man solle die Sklaven zwingen, weiße Armbänder zu tragen. Darauf hat ein Konsul gesagt, nee, mach das bloß nicht, weil dann wissen sie, wie viele es sind. In diesem Sinne gibt es neongelbe Armbänder vorne am Infostand für 1 Euro, wo drauf steht Corona, nein, danke. Zeigen wir ihnen, wie viele wir sind, damit sie in Zukunft wissen, wer alles dagegen ist. Liebe Freunde, ich darf euch jetzt jemanden vorstellen, und es ist mir ganz eine besondere Ehre, nämlich jemand, der nicht nur wie wir vielleicht einmal auf die Straße gehen oder mal eine Rede hält, sondern jemand, der das wirklich Vollzeit lebt, seinen Job aufgegeben hat und nur eines macht, nämlich für uns alle hier aktiv zu sein. Er nennt sich selbst die Stimme der Straße, und es ist mir wirklich, er ist mittlerweile auch ein Freund, es ist mir ganz eine große Ehre, ihn hier ankündigen zu dürfen. Yasin Schwarz! So, da, grüß euch Salzburg, grüß euch Österreich. Mein Name ist Yasin Schwarz und wie der Thomas schon gesagt hat, ich habe meinen Job hingeschmissen, um mich 24 Stunden für unsere Kinder, für unsere Grund- und Freiheitsrechte, für die Armen und die Schwachen einzusetzen. Ich werde heute klar und deutlich, denn dieser Zustand in unserem Land ist unhaltbar. Aber wir werden nicht nur auf die Regierung hinhauen, sondern wir werden auch Wege aus dieser Misere aufzeigen. Denn eins sind wir nicht, wir sind keine Opfer. Nur wer sich wie ein Opfer benimmt, wird auch wie ein Opfer behandelt. Wie kommt es, dass sich heute so viele mutige Menschen hier am Residenzplatz versammelt haben? Die Wirtschaft wird an die Wand gefahren. Kinder werden in den Schulen psychisch misshandelt mit diesen unsäglichen Masken. Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, werden aus dem Zug geschmissen, dürfen nicht einkaufen gehen und werden in jeder Hinsicht denunziert und diskreditiert. Die Medien sind gleichgeschaltet. Wir haben 8 Sender oder 10, wie viel es auch sein mögen. Und alle berichten nur dieses eine Thema. Und zwar auch nur einseitig. Da gibt es keine zweite Meinung. Warum ist das so? Warum kann man nicht faktenbasiert über eine Sache sprechen, die uns alle so sehr betrifft? Wir unterliegen einer Willkürpolitik, wie ich es mir niemals gedacht hätte, dass es in Österreich möglich ist. Wir haben hier Zustände, die wir normalerweise aus Ländern kennen, wo wir denken, die haben keine Demokratie. Genau so geht es bei uns gerade zu. Und weil natürlich viele Menschen bereits an mich herantreten, habe ich wieder eine Geschichte für euch, eine kurze. Ein mittlerweile sehr guter Freund hat einen Onkel, der geistig nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sprechen. Daher hat er einen Sachwalter. Dieser Herr wohnt in einer betreuten Einrichtung. Er wurde bereits 3-mal gegen seinen Willen getestet, ohne dass seine sachwaltende Person darüber informiert wurde.
Und jetzt frage ich euch, wer übernimmt die Haftung dafür? Sie, Herr Kurz oder Herr Anschober? Wir haben Sie übrigens eingeladen. Wo sind Sie? Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal in der Shopping City in Wien war. Da stehen mittlerweile Polizisten mit Sturmgewehren vorm Eingang und hindern Leute ohne Maske einzutreten. Ein bekanntes Shoppingcenter in der Nähe von Linz hat sogar öffentlich auf Ö24 bekannt gegeben, dass sie keine Menschen ohne Maske hineinlassen. Auch nicht mit Attest. Wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Weshalb? Aus welchen Gründen? Natürlich, es wird jeden Tag in den Medien auf die Angst- und Paniktaste gedrückt. Mit Angst und Panik kann man sehr viel erreichen bei den Menschen, wie man bereits überall sieht. Wenn man ohne Maske unterwegs ist, merkt man das, welcher Gegenwind einem da entgegenschlägt. Es werden keine Fakten, keine Zahlen, ja doch, Zahlen gibt es schon, aber ich glaube, die würfeln sie im Hinterzimmer. Weil anders kann ich mir das alles nicht vorstellen. Meine liebe Regierung, Sie handeln verfassungswidrig laut einem Urteil vom 1.10. Und Sie wollen uns irgendwelche Verordnungen aufs Hirn picken, die sinnbefreit sind. Nicht mit uns. Wir lassen uns das keinen Tag länger mehr gefallen. Aber genug mit der Schimpferei. Was können wir dagegen tun? Keinen Fernseher und kein Radio aufschalten. Guter Einwand. Schaltet es ins Fernseher aus. In Fernseher aus, ja. Vielleicht schaltet Servus TV ein. Das ist noch am sinnvollsten. Aber liebe Freunde, vorm Fernseher sitzen und auf der Couch hocken bringt auch nichts. Wir müssen alle miteinander, wie wir da stehen, aktiver werden. Tut euch zusammen, macht Veranstaltungen, nehmt teil, wo immer ihr könnt. Sucht den Dialog zu den Menschen. Nicht jeder, der eine Maske trägt, ist automatisch gegen uns. Viele Menschen tragen die Maske noch aus Angst vor sozialer Ächtung oder ihren Job zu verlieren. Das ist aber gleich der erste Punkt, wo es einem schaurig werden sollte. Was? Ich verliere meinen Job, weil ich keine Maske trage? Das kann es ja wohl nicht sein. Sucht den Dialog mit den Menschen, wie gesagt. Es ist wichtig, dass wir mit diesen Menschen sprechen. Aber wenn ich sage Dialog, dann meine ich auch Dialog. Keine Diskussionen, keine Streitereien. Bleibt besonnen, bleibt freundlich. Unsere Argumente sind unschlagbar, denn sie sind die Wahrheit. Veranstaltet Infoabende, informiert andere Menschen über das, was wir tun. Viele Menschen wollen diese Information, sitzen aber noch zu Hause und wissen nicht, dass es uns gibt. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen eine Anlaufstelle haben und sich nicht mehr alleine fühlen. Wir führen sie raus aus dieser Angst und aus dieser Panik. Wir zeigen ihnen tagtäglich, dass man sein Leben ganz normal weiterleben kann.
Die Veränderung, liebe Freunde, die kann nur von uns kommen. Es wird niemand anderes für uns diese Arbeit erledigen. Und wenn ihr euch fragt, warum tut denn keiner was, dann sei du derjenige, der etwas tut. Jeder von uns, der hier steht, kann etwas tun und tut auch bereits etwas. Und das ist auch verdammt wichtig. Ich möchte jetzt noch ein paar Stellen anführen, wo man sich überall anschließen kann, wo man überall aktiv werden kann. Es gibt bereits sehr viele Gruppierungen in ganz Österreich, sogar in Europa. Und der nächste Schritt wird es sein, sich international miteinander zu verbinden. Denn wir sind alle eine Menschheitsfamilie. Damit ich niemanden vergesse, lese ich das jetzt runter. Ja? Es gibt die Gruppe auf Telegram und auf Facebook, Salzburg wacht auf, schließt euch an. Es gibt in Wien sehr viele Gruppierungen. In einer davon habe ich die Ehre, Mitglied zu sein. Das sind die Demaskierten. Es gibt auch die Verdenker in Wien. Es gibt Wir gemeinsam und es gibt unser Österreich. Es gibt in Linz das Fest für Frieden und Freiheit. Sehr fleißige Menschen, die bei jedem Wetter draußen stehen. Es gibt in Tirol, Kufstein und Bregenz Bewegungen. Alles auf Telegram und Facebook zu finden. Es gibt unzählige YouTube-Sender, die ihr euch anschauen könnt. Allem voran das Recht auf Wahrheit. Journal Café TV ist auch da, habe ich gesehen. Krypto TV ist da. Es gibt sehr viele alternative Medien. Es gibt auch von Honk for Hope, glaube ich, etwas. Das bringt mich gleich zum nächsten. Honk for Hope ist in Deutschland und Österreich aktiv. Folgt Honk for Hope. Dort sind auch viele Menschen, die noch immer die Maske tragen. Und dort ist es vielleicht die beste Anlaufstelle, wenn man das erste Mal auf die Straße geht. Da wird man sanft eingeführt sozusagen. Es gibt in Graz, in Villach und in Klagenfurt Bewegungen. Es gibt Corona-Datencheck mit Doc Belski, der euch täglich informiert. Es gibt sehr viele mutige Anwälte, Ärzte, die sich vereinigt haben zum außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss. Also, liebe Freunde, ich komme zum Schluss. Raus aus der Opferrolle, stehen wir gemeinsam auf für unsere Grund- und Freiheitsrechte. Freiheit! Freiheit!